Okay. Hallo, kannst du mir helfen? Wer bist denn du? Hallo, hast du mich gerufen? Genau, ja. Aha. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Hm. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar! Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Na gut, ich sehe es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Falsch. Oder? Bin ich falsch oder bin ich richtig? Falsch. Nee. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? 7 bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sind vermutlich anderer Ansicht. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Das tut mir leid, Sir. Klingt, als hätten Sie als Schüler nicht die besten Erfahrungen gemacht. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten? Nun, genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Nur zu gerne. Versuchen Sie heute etwas Spaß zu haben, ja? Ja, ich habe den Umgang der dunklen Künste. Ich wollte es einfach. Ich bin halt ein einfaches Konsumopfer, weil ich mir dachte, der sieht halt auch verdammt gut aus. Hier hinten ist eine eiserne Jungfrau. Das erinnert mich immer an einem ganz bestimmten Anime. Da gibt es auch in diesen Schlachten eine eiserne Jungfrau. Die Dings aktivieren. Ich kann aber auch einfach nicht aufhören. Hier drüben. Ah, guck mal. Sebastian. Ah, der wollte uns ja das Ding mit der Krypta zeigen. Sebastian. Da machen wir das vorher noch. Nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Erstmal danke für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber es fehlte etwas. Darüber sollten wir woanders reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Als ob. Hier lang. Als ob die nichts von diesem Ort wissen. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Ja, als ob. Als ob. Als ob das hier nicht auffällig ist. Ihr wollt mich doch veräppeln. Jetzt nicht gefolgt. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne.
Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich noch mal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Omnis geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ich kenne Omnis aus dem Zaubertrankunterricht oder Kräuterkunde. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Omnis wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Omnis. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Omnis für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Omnis kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Ah. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Vielleicht ist diese Krypta ebenfalls ein bisschen verzaubert. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell... Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ich muss schon sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Omnis das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Omnis nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir einfach wann. Und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Eine neue Schülerin zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Ich
In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Da sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcraft gehe, gebe ich Bescheid. Ja, ich weiß immer noch nicht wirklich, ob das so gut ist, den halt alles zu erzählen. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, danach machen wir ein Päuschen und wir könnten morgen oder... Hallo Sebastian. Warte. Übermorgen nochmal spielen. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen und Kräuterkunde. Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Mhm. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Na prima. Wir sind aber auch... Ja. Sind ein wenig... seltsam. Ja, ich würde sagen...